Servus Freunde und willkommen zu meinem Full Day of Eating. Ich nehme euch heute mit und zeige euch, was ich täglich zu mir nehme, beziehungsweise heute ist Rest Day. Heute ist Rest Day, deshalb sind die Kalorien etwas geringer als beim Trainingstag, das ist sowieso klar. Aber ich nehme euch heute mit und zeige euch, was für Nährwerte ich zu mir nehme, welche Nahrungsmittel ich zu mir nehme. Und ja, ich hoffe, ihr seid gespannt, seid motiviert. Und wir sehen uns auf jeden Fall gleich beim Zubereiten der ersten Mahlzeit. Bis gleich. So, also wir starten jetzt mit dem ersten Gericht. Und zwar wird das sein meine Fettmahlzeit. Wir brauchen jetzt 3 Stück Eier. Ich nehme da gerne immer ein bisschen Paprika dazu. Eine Zwiebel. Dann gibt es 100 Gramm Putenschinken. Nehmen wir ein bisschen Olivenöl, ich habe das in so einer Sprühflasche, sprühe ein bisschen was in die Pfanne. Das haben wir jetzt einmal in die Pfanne. Ja, ich weiß, die Pfanne ist zwar kalt, aber ich mache das immer so. Rein in die Pfanne. Stellen wir mal zur Seite den Schinken. Und wie gesagt, 100 Gramm. So, der kommt da in die Pfanne. So, jetzt drehen wir die Pfanne auf. Braten unser Grillgewürz und den Pfeffer. Separat wiege ich mal gleich ein paar Walnüsse ab. Damit wir eben auf die gewünschte Fettmenge kommen, kommen jetzt 15 Gramm Walnüsse dazu. So, 16 sind es, wird auch nicht so tragisch sein. Das Ganze immer so und zerteile es ein bisschen so mit der Handfläche und gebe es dann oben drüber. Sehr fein. So, jetzt die Eier verrühren immer so. Jetzt werden wir ein bisschen umrühren, dass es nicht anbrennt. So, mein Essen ist jetzt auf jeden Fall einmal fertig. Wie ihr gesehen habt, gibt es da für mich mein Omelette und zusätzlich gibt es dazu ein bisschen was für den Geschmack, ein Fanta Zero, Vitamintabletten und Magnesium. Ich habe das jetzt von Cytec, die Marke weiß ich jetzt nicht auswendig, habe das Zettel runtergerissen leider. Ja, ihr könnt aber nehmen, was ihr wollt. Das ist jetzt da kein Product Placement. Ja, und ich werde mir das jetzt schmecken lassen und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Mahlzeit. So, also kurze Info für euch Leute, meine Kamera hat irgendwie die Zubereitung vom Hähnchen sowie von den Kartoffeln im Airfryer nicht aufgezeichnet. Darum erkläre ich es euch jetzt hier ganz kurz nochmal. Also ich habe das Huhn mariniert mit Knoblauch, also ich habe so eine Marinade angemacht mit Knoblauch, Honig, Olivenöl ist drin, Grillgewürz ist drinnen. Das Ganze in moderaten Mengen, also im Aufbau ist kein Problem, wenn man da ein bisschen ungesünder unter Anführungszeichen isst. Ja. Wir schauen natürlich, dass die Fette so gering wie möglich sind in der Kohlenhydratmahlzeit, aber das habe ich jetzt nur hinzugefügt eben. Und ja, die Kartoffeln haben wir noch mit Grillgewürz und mit Vegeta-Gewürz gewürzt eben, verfeinert. Und die sind dann in den Airfryer gekommen für 15 Minuten, glaube ich, plötzlich 18 Minuten. Ja. Und das Hähnchen habe ich jetzt in der Pfanne ein bisschen braun gebraten. Im nächsten Clip seht ihr dann, wie ich das Ganze serviere. Ja, tut sorry, irgendwie hat die Kamera da nicht ganz mitgespielt, aber ihr seht es auf jeden Fall gleich. So, so schaut das fertige Produkt aus. Das natürlich auch ganz wichtig, ein wichtiger Faktor für mich. Ich bin ein bisschen süchtig nach dem Zeug. Ja, große Kartoffeln,
Richtig knuspriges Händelfleisch. Also besser kann es gar nicht sein. Jetzt kommt noch eine Soße dazu. Ich nehme immer die von Felix, die Sour Cream Soße. Aber da könnt ihr machen oder nehmen, was euch Spaß macht. Checkt es euch gerne mal aus. Mit dem Airfryer wird das wirklich richtig nice, ja. Und ja, man kann auch das Huhn im Airfryer machen. Im Airfryer mache ich das Huhn, wenn ich unter der Woche ein bisschen Stress habe, ja. Aber im Normalfall, wenn ich die Zeit habe, dann mache ich das Hähnchen in der Pfanne und eben, wie ihr seht, die Kartoffeln im Airfryer, weil das einfach eine coole und zeitersparende Erfindung ist, ja. Ja, und die lassen wir es jetzt mal schmecken. Wir sehen uns beim nächsten Gericht. So, also wie ihr seht, gibt es jetzt für mich noch einen Brokkoli dazu. Zu der Fettmahlzeit, die ich jetzt esse. Aus dem Grund, weil ihr einfach von Paprika heute schon genug habt. Zwiebeln mag ich jetzt auch nicht mehr so wirklich. Daher gibt es jetzt Brokkoli. Möchte aber nicht so viel Eier dazu essen. Daher muss ich mit dem Fettwert, also mit den Grammmengen der Walnüsse nach oben gehen, um das wieder auszugleichen. Und genau das tun wir jetzt. So, oder für mich gibt es jetzt meine letzte Mahlzeit für heute. Und zwar ist es Reisflocken und Whey-Protein dazu. Ich werde mal zusätzlich noch Kollagen-Eiweiß dazu nehmen, um eben der Haut im Aufbau gewisse Elastizität zu geben. Genau, das zeige ich jetzt ganz kurz. So, da haben wir mal meine Reisflocken und mein Kollagen. Ich nehme das vom Primalife. Ja. Reisflocken habe ich jetzt von Alnatura, wenn euch das interessiert. Gibt es aber auch von Milupa. Also mir schmecken die Milupa besser, weil sie einfach von der Konsistenz her bisschen feiner sind. Ja, das Ganze gibt es 10 Gramm von dem, 130 nehmen wir von den Reisflocken und wir brauchen natürlich noch unser Whey Protein. Meins habe ich von Bladesport. Ja. Im Geschmack schlag mich tot. Coconut Ice Cream Flavor. So, das Ganze werden wir jetzt natürlich auf die Waage geben. Reisflocken habe ich wie gesagt. Und jetzt 130 Gramm. So, und wird jetzt wahrscheinlich die Hälfte daneben gehen. Ich sag's euch, mit einer Hand filmen ist Absturz. Aber ich wollte jetzt mein Stativ nicht nehmen. So 100 Uhr. 31, 32. Fürs nächste Mal dann. Kennt ihr das, wenn der Scoop ganz unten liegt? Boah, Glück gehabt, dass er ganz oben liegt. Ja, ich hab den schon rausgefischt natürlich. Waage wieder auf 0. Genau. Ich nehme da 50 Gramm, circa. Ja, also bin mit den Eiweißwerten ehrlich gesagt nicht so genau. Ich schaue immer, dass lieber mehr als wenig ist. Ja. Also nur mal kurz zum Thema Eiweiß. Natürlich wollt ihr das Ganze in moderaten Mengen genießen und nicht Unmengen von Eiweiß nehmen. Mein Coach hat mir einen Plan geschrieben mit bestem Gewissen und möchte natürlich, dass ich das auch so einhalte. Und das tue ich natürlich auch. Ob ich da jetzt aber 10 Gramm plus oder minus habe, minus wäre jetzt eh eher vom Nachteil, weil wir Muskelzuwachs, darum ist mehr Eiweiß natürlich besser. Aber wie gesagt, wenn es ein bisschen mehr ist, dann macht es gar nichts. Ja. Darum macht euch da nicht zu viel Kopf und gönnt euch den ein oder anderen Scoop mehr. So Leute, also das war jetzt mein letztes Meal quasi, was ich zu mir genommen habe. Ja. Die Kohlenhydrate Mahlzeit. Ich nehme meistens, wenn es geht, die Kohlenhydrate als letzte Mahlzeit, damit ich einfach auch besser schlafe. Ja. Weil durch die Kohlenhydrateverarbeitung wird man sowieso recht müde, sage ich mal. Und darum versuche ich das eigentlich immer so zu regeln, dass ich das dann zu mir nehme, wenn ich sowieso schlafen gehe. Ja. Genau, kurze Auflistung haben wir zusammengeschrieben, dass ihr vielleicht, falls euch interessiert, von den Nährwerten mal schauen könnt, was ich so zu mir genommen habe. Die erste Mahlzeit habe ich gehabt 28 Gramm Fette, das war meine Fettmahlzeit, 4 Gramm Kohlenhydrate, weil ihr schaut, dass ihr bei dieser Mahlzeit die Kohlenhydrate so gering wie möglich halte. 50 Gramm Protein, also sehr viel Protein. Die zweite Mahlzeit war mit 105 Kohlenhydrate, also 105 Gramm Kohlenhydrate, die Carb-Mahlzeit. Ja. 61 Gramm waren Protein und 3 Gramm die Fette, wenn wir hier die Fette niedrig halten. Ja, und bei der dritten und vierten Mahlzeit verhält sich das Ganze ähnlich. Ja. Also es war wieder eine Fett- und eine Kohlenhydrat-Mahlzeit und da kommen wir circa auf die gleichen Werte. Ja. Variiert natürlich, wenn ich andere Lebensmittel hinzufüge. Jetzt bei der letzten Fettmahlzeit habe ich zum Beispiel Brokkoli statt mein Zwiebel und mein Paprika. Somit variiert es ein bisschen.
Ist aber alles im Rahmen, das habe ich jetzt gar nicht mitgetrackt. Ja. Genau, also in Summe würde ich kommen auf 180 Gramm Proteine am Rest Day, 222 Gramm Kohlenhydrate und 68 Gramm Fette. Ja. Wie gesagt, der Trainingstag, da sind die Nährwerte dann ein bisschen anders. Das kann ich gerne mal in einem extra Video herzeigen, machen, wenn es euch interessiert. Ja. Mache ich gerne. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Einblick gewähren in den Fitness-Lifestyle. Ich merke gerade, meine Hand zittert abnormal. Das ist, weil ich wieder so lange nicht trainiert habe, schon wieder keine Kraft. Ich war leider verkühlt jetzt die letzten Wochen und habe nicht viel trainieren dürfen oder können. Und ab morgen geht es wieder los mit einem schönen Training. Ich freue mich schon mega drauf. Ja. Genau. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen, das Format. Und ich hoffe, ihr schaltet in Zukunft auch gerne wieder ein. Schaut gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Ich habe schon ein paar Motivationsvideos auf dem YouTube-Kanal. Und ja, es werden mehrere dazukommen. Ich bin noch am Anfang meiner Fitness-Story. Bin jetzt fitnessmäßig zwar schon seit 6 Jahren dabei mittlerweile. Wundert mich selber immer, wie schnell die Zeit verfliegt. Aber ich bin YouTube-mäßig ein Amateur, ein Anfänger. Ich habe da noch zu wenig Erfahrung damit. Und ich hoffe, ihr nehmt es mir das nicht übel, wenn ihr die eine oder andere Szene vielleicht nicht so authentisch rüberkommen sollte, wie ich es eigentlich gern hätte. Tut es mir leid, ja. Wie gesagt, ist alles neu für mich, Neuland für mich. Trotzdem bemühe ich mich sehr, Leute. Und ich hoffe, ihr könnt das Ganze mit einem Daumen nach oben bestätigen, dass euch das gefallen hat. Lasst gerne einen Kommentar da. Ja. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Patrick. Ciao, ciao.